Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 7. Könnte einer mir den Gefallen tun, den Kollegen Decker vielleicht herbeizurufen, weil der nämlich Bericht erstatten sollte? Ah, der Günther Rudolph hat es im Griff, wie immer wunderbar. Ich rufe nun auf Tagesordnungspunkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020. Das ist die Drucksache 20/2090 zu Drucksache 20/1407. Berichterstatter ist der Abgeordnete Decker bzw. Günther Rudolph in Vertretung des Abgeordneten Decker. Und ich darf zunächst einmal dem Berichterstatter das Wort erteilen. Das Wort hat Günther Rudolph. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Der Kollege war beim Zahnarzt, der ist unterwegs. Deswegen, glaube ich, haben wir Verständnis dafür. Beschlussempfehlung. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Ich glaube, aus Verwaltungsgründen können wir auf die Einzelpläne verzichten. In dem Sinne das Ergebnis. Ja? Bitte schön. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Ich bedanke mich auch sehr für die Vertretung und für das schnelle Einspringen. Wir wünschen dem Kollegen gute Besserung. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass wir die Generaldebatte heute abhalten und die Beratung der Einzelpläne dann morgen am Mittwoch vornehmen. Die Abstimmungen der Einzelpläne finden dann vereinbarungsgemäß am Abend des morgigen Mittwochs, und zwar nach der Beratung der Einzelpläne, statt. Der Anlage zu Top 7 können Sie entnehmen, dass sich die Fraktionen darauf vereinbart haben im Ältestenrat, dass es eine Redezeit heute von 40 Minuten je Fraktion für den Einzelplan 02 hessischer Ministerpräsident und dann insgesamt 80 Minuten für die Einzelpläne 1 und 3 bis 15 ohne Begrenzung der einzelnen Rednerinnen oder der einzelnen Redner bei der Aussprache über den jeweiligen Einzelplan gibt. Fraktionslosen Abgeordneten stehen insgesamt 5 Minuten Redezeit zu. Und um uns das Geschäft zu erleichtern, haben die Fraktionen für die Einzelpläne 1 und 3 bis 15 eine Redezeit angemeldet. Die Gesamtredezeitliste liegt mir vor. Ferner hat der Ältestenrat festgelegt, dass beim Einzelplan 02 Kurzinterventionen möglich sind, allerdings auf die Redezeit angerechnet werden. Auch hier ist eine Rednerreihenfolge vereinbart worden. Es ist die klassische Rednerreihenfolge in diesem Falle. Es fängt an die Fraktion der SPD. Danach kommt Herr Ministerpräsident Bouffier. Es folgen dann die Fraktionen der AfD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Freien Demokraten, die Fraktion DIE LINKE, die CDU und, sofern gewünscht, die fraktionslose Abgeordnete. Jetzt rufe ich vereinbarungsgemäß Einzelplan 02 hessischer Ministerpräsident auf mit einer Redezeit von 40 Minuten je Fraktion. Und ich darf der Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten, Nancy Faeser, das Wort erteilen. Kollegin Faeser, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen ist ein schönes und starkes Bundesland, aber es wird leider unter Wert regiert. Ja, Herr Kollege Boddenberg, früher etwa unter Ministerpräsident Georg August Zinn war Hessen einmal vorn. Jetzt ist im Ländervergleich Hessen oftmals hinten oder nur noch Mittelmaß, meine Damen und Herren. Georg August Zinn, Hessens Plan, hatte damals ein großes Ziel, nämlich in unserem Bundesland für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen. Es gibt nun einmal unterschiedliche Regionen, die unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Voraussetzungen auch erfordern, meine Damen und Herren. Und darauf muss man sich fokussieren. Die SPD steht für einen Ausgleich dieser gleichwertigen Lebensverhältnisse in ganz Hessen und auch für einen sozialen Ausgleich, meine Damen und Herren. Aber man muss leider sagen, dass von gleichwertigen Lebensverhältnissen man nicht reden kann. Und das ist die Folge von verfehlter 20-jähriger CDU-geführter Landespolitik, meine Damen und Herren. Also, ich halte fest, für die letzten Jahre gibt es schon einmal ein schlechtes Zeugnis. Wenn eine Landesregierung einen Haushaltsentwurf vorlegt,
dann gibt sie damit ja auch immer Rechenschaft über die Zukunft ab. Denn der Landeshaushalt ist der Plan für das, was kommt. Ein guter Landeshaushalt beschreibt im besten Fall in Euro und Cent, mit welchen klugen Investitionen, mit welchen wohlüberlegten Ausgabenströmen, mit welchen entscheidenden finanziellen und damit auch politischen Weichenstellungen die Landesregierung plant, um eine gute Zukunft für das Land und für seine Menschen zu gestalten. Ich glaube, ich nehme nicht allzu viel vorweg, wenn ich festhalte, nichts davon findet sich im Haushaltsentwurf der Landesregierung für das Jahr 2020, meine Damen und Herren. Da gibt es leider kaum kluge Investitionen und kaum wohlüberlegte Ausgabenströme. Vor allem bietet dieser Landeshaushalt keine Ideen für die Zukunft, meine Damen und Herren. Stattdessen müssen wir heute über ein Sammelsurium von teuren Einzelwünschen der Koalitionspartner und der Kabinettsmitglieder debattieren. Wir reden über nichts anderes als einen Schönwetterhaushalt, meine Damen und Herren. Wann gibt es so einen Schönwetterhaushalt? Ich will das aufzählen. Das ist, für mich sind es drei Punkte, die dazu zählen. Das ist erstens viel Steuergeld, zweitens wenig Mut, keine Ideen und drittens eine knappe Parlamentsmehrheit, meine Damen und Herren. Der Finanzminister hat in diesem Jahr nach eigener Rechnung 1,1 Milliarden € mehr zur Verfügung als im Jahr davor. Denn noch sprudeln die Steuereinnahmen. 1,1 Milliarden mehr als im Vorjahr. Was könnte die Landesregierung damit alles für die Zukunft gestalten, meine Damen und Herren? Man könnte den Bau für bezahlbaren Wohnraum investieren, aber Schwarz-Grün tut es nicht. Man könnte Studienplätze für Medizinerinnen und Mediziner, für Lehrerinnen und Lehrer schaffen, aber Schwarz-Grün tut es nicht. Man könnte beschließen, Herr Kollege Boddenberg, dass das Land seinen gerechten Anteil an den Kosten für Krippen und Kitas im Sinne der Kommunen übernimmt. Schwarz-Grün tut es leider nicht. Und man könnte zumindest versuchen, die medizinische Versorgung auf dem Land zu verbessern und den öffentlichen Personennahverkehr auszubauen, meine Damen und Herren. Schwarz-Grün tut all das nicht. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren Minister, mit diesem Landeshaushalt erkaufen Sie sich vielleicht den Zusammenhalt Ihrer Regierung, aber Sie verkaufen große Teile der Zukunft unseres Landes. Von politischen Bemühen um oder gar Investitionen in gleichwertige Lebensverhältnisse und soziale Sicherheit nichts zu sehen. Dazu gehört ganz vorne die Mobilität. Es gibt im, wie wir es immer so schön nennen, ländlichen Raum, also da, wo die meisten Menschen in Hessen wohnen, meine Damen und Herren, gibt es Gemeinden, in denen seit Jahren nur noch einmal am Tag ein Bus fährt. Bahnen gibt es dort schon gar nicht mehr. In den Ballungsräumen, vor allem im Rhein-Main-Gebiet, sieht es zwar anders aus, aber nicht viel besser, denn dort platzen die öffentlichen Personennahverkehr aus allen Nähten. Das Schienennetz ist, fragen Sie die Verkehrsverbünde, an der Grenze seiner Belastbarkeit angetan. Und das sind die Fragen, die eigentlich gelöst werden müssten, meine Damen und Herren. Aber Sie investieren viel zu wenig. Das Einzige, wo Sie investieren, ist in das Landesticket, wobei Sie haben schon viel Geld ausgegeben, nämlich für die millionenschweren Werbekampagnen, in denen Sie sich als Wohltäter für Rentner feiern lassen, für das Schülerticket, während andere, die Verkehrsverbünde und damit die Kommunen, die Wohltaten bezahlen, meine Damen und Herren. Aber wenn es, Herr Kollege, wissen Sie, Herr Wagner, das können wir ja dann bei unserem gemeinsamen Spaziergang diskutieren. Aber wenn es, meine Damen und Herren, gelingen soll, die Menschen in großer Zahl auf die Schiene und den Bus zu kriegen, dann brauchen wir das 365-Euro-Ticket für alle.
Das würde zum einen die absurde Situation beenden, dass der Ministerialdirigent, der nahezu 8.000 € im Monat hat, umsonst fährt, während die Verkäuferin an der Supermarktkasse dafür allein im Frankfurter Raum fast 1.000 € im Jahr zu bezahlen hat. Das würde damit beenden. Deswegen müssen wir in ein 365-Euro-Ticket für alle investieren, meine Damen und Herren. Weil nur das ein wirklicher Beitrag zur Reduzierung des Autoverkehrs und damit zur Reduzierung von CO2, Stickoxiden und Feinstaub in unseren Städten leistet. Und man müsste sich zumindest über die Finanzierung eines solchen Tickets verständigen in diesem Hause. Ich sehe da von Ihnen keinerlei Initiativen. Über die Fragen zu diskutieren, müssen wir, was der Minister vorhin in der Frage mal kurz mit gestreift hat, müssen wir über ein Prinzip bei der Finanzierung über das Nutznießerprinzip wie in Frankreich nachdenken, wo die Unternehmen beteiligt werden, über Gebühren, dass die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden könnten, oder aber auch über Parkraumbewirtschaftung, wie es im Großraum Wien gemacht wird, was übrigens sehr erfolgreich dort gemacht wird. Aber, meine Damen und Herren, gar nichts zu tun ist keine Alternative. Das Problem ist, auf dem Land fahren zu wenig Busse. Im Ballungsraum sind Busse und Bahnen völlig überfüllt. In dieser Situation hilft es auch nicht, Herr Minister, über die Regionaltangente West, die Nordmainische S-Bahn oder die Regionaltangente Ost, kurz über den Ringschluss rund um Frankfurt nur zu reden. Weil man muss hier etwas tun, Herr Minister. Und diese Handlung fordern wir ein. Und wenn man tatsächlich mal feststellen muss, dass manche dieser Strecken seit 40 Jahren geplant sind. 40 Jahren. Das muss man sich mal überlegen. Und nichts passiert, dann muss man doch die Kraft einer Landesregierung dafür einsetzen, zumindest zur Planbeschleunigung sich in Berlin stark zu machen. Oder ich will vielleicht den grünen Kollegen Hofreiter zitieren, der im Spiegel dieser Tage damit zitiert wird, dass die Länder sehr wohl Handlungsspielräume haben, um dort ihre Hausaufgaben zu machen, meine Damen und Herren. Recht hat Herr Hofreiter. Aber zum Glück gibt es ja das Parlament, Herr Ministerpräsident. Wir werden als SPD eine Enquete-Kommission einsetzen, die zusammen mit Experten aus Wissenschaft und Praxis das integrierte Verkehrskonzept für ganz Hessen erarbeiten wird, zu dem die Landesregierung offenbar nicht imstande ist. Und dieses Konzept darf auch nicht an den Landesgrenzen Hessens aufhören. Denn die Zukunftsplanung der Mobilität in Hessen erfordert große Lösungen und nicht nur große Worte. Hessen muss hier endlich wieder voranschreiten. Übrigens, Herr Ministerpräsident, das wissen Sie, die IHK fordert diese Mobilitätskonzepte schon jahrelang. Es gab vor einigen Jahren eine Studie in Auftrag, um die Pendlerströme in die Metropole Frankfurt zu ermitteln. Daraus hätte man etwas machen können. Achtung, Konjunktiv, wieder einmal nur Konjunktiv, meine Damen und Herren. Handeln Sie endlich. Denn, meine Damen und Herren, regieren bedeutet, politische Ziele in überschaubaren Etappen anzugehen. Aber wenn es wie bei Schwarz-Grün keine erkennbaren politischen Ziele gibt, dann tritt die Regierung, dann tritt das Land auf der Stelle, meine Damen und Herren. Dabei gäbe es genug zu tun, um die Zukunft zu gestalten. Sprechen wir einmal über die Zukunft des Industriestandortes Hessen, Herr Ministerpräsident. Continental baut in Babenhausen 2.250 Arbeitsplätze ab. Bei Opel stehen weitere 4.100 Jobs auch zur Disposition. Wieso höre ich denn nichts von dieser Landesregierung? Vor der Landtagswahl, Herr Ministerpräsident, konnten Sie gar nicht oft genug nach Rüsselsheim als Retter des Automobilstandorts Hessen reisen. Und nun nehmen Sie schweigend hin, dass der Abschied vom Verbrennungsmotor zum Abschied von Tausenden von Arbeitsplätzen führt, meine Damen und Herren. Wir brauchen dringend einen Masterplan Automobilindustrie Hessen. Wir müssen die Industrie dabei unterstützen, neue Perspektiven in der Mobilität zu schaffen. Dabei müssen Experten eingebunden, Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammengeholt werden.
Es sind dringend Zukunftsszenarien zu erstellen, und die Industrie muss darauf vorbereitet werden. Es geht darum, Anreize für die Industrie zu schaffen und damit diese Alternativen zum Verbrennungsmotor und neue Mobilitätsformen in Hessen entwickeln können. Gestaltende Politik ist nun einmal vorausschauende Politik. Da erkenne ich bei Ihnen viel zu wenig. Wir dürfen die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht alleine lassen, denn Arbeitsplätze bieten soziale Sicherheit, meine Damen und Herren. Ich glaube, das Hauptproblem Ihrer Regierung, Herr Ministerpräsident, ist Folgendes. Sie trauen sich nicht, grundlegende Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, weil Kabinett und Koalition nicht willens oder nicht in der Lage sind, Konflikte um den besten Weg auszutragen. Und natürlich wird es Konflikte um den richtigen Weg in die Zukunft geben. Das kann ja gar nicht anders sein. Denn bei jeder grundlegenden politischen Entscheidung müssen verschiedene Interessen miteinander abgewogen werden. Trotzdem muss man diese Entscheidungen treffen. Sonst verpassen Sie die Zukunft. Also fordern wir Sie auf, die notwendigen Entscheidungen auch zu treffen, meine Damen und Herren. Und ja, meine Damen und Herren, auch von der FDP, man kann darüber streiten, ob Windräder ein optischer Gewinn für die Landschaft sind. Worüber wir aus unserer Sicht aber nicht streiten können, dass wir sie brauchen, wenn wir die Energiewende hinbekommen, den CO2-Ausstoß senken und die Klimaziele des Pariser Abkommens erreichen wollen. Wir hatten es gerade in der Fragestunde davon, dass aber im vergangenen Jahr gerade einmal 4 neue Windkraftanlagen in Betrieb genommen wurden, ist in der Tat ein Armutszeugnis. Und es ist das Ergebnis vom mangelnden Mut der Landesregierung. Und Herr Al-Wazir, es reicht nicht aus, die Verantwortung immer wieder woanders abzuladen. Alle anderen, Planungsverbände, Regierungspräsidenten, eben war es wieder die Bundesregierung, alle anderen sind schuld. Niemals Hessen. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir glauben, dass Sie damit überdecken, dass Sie dort die Durchsetzungskraft schlicht und einfach nicht haben, meine Damen und Herren, weil anderen Bundesländern geringt es durchaus. Wir brauchen aber diese Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energie, denn das schafft Arbeitsplätze und damit Perspektiven für die Menschen. Schlimm, dass man die hessischen Grünen daran erinnern muss, meine Damen und Herren. Zu den besten Infrastrukturmaßnahmen für den ländlichen Raum gehören aus unserer Sicht Hochschulstandorte. Deshalb wollen wir die Wissenschaft aufs Land bringen. Das bietet jungen Menschen Perspektiven vor Ort, weil es wohnortnah nicht nur Studienmöglichkeiten, sondern vor allen Dingen Jobs gibt, meine Damen und Herren, und weil es die örtliche Wirtschaft unterstützt. Wir haben dazu einen konkreten Vorschlag im Haushalt gemacht, nämlich die Außenstelle der Hochschule Mittelhessen in Limburg aufzuwerten zu einer vollwertigen Hochschule. Viele andere Bundesländer, wie z.B. Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, machen es uns vor. Das, meine Damen und Herren, ist eine nachhaltige Investition in Arbeitsplätze vor Ort und nicht das bloße Stellenverschieben von einem Finanzamt zum nächsten. Eine wohnortnahe medizinische Versorgung bedeutet für viele Menschen auch ebenfalls soziale Sicherheit. Das ist aber vielerorts nicht mehr gegeben, meine Damen und Herren. Eine geordnete Krankenhausplanung gibt es leider in Hessen nicht, und es gibt einen eklatanten Mangel an Hausärzten. Für die Krankenhausfinanzierung, meine Damen und Herren, wird übrigens pro Jahr seit Jahren nur 18,4 Millionen € ausgegeben. Das ist doch, wenn man sich mal die Krankenhauslandschaft anguckt, viel zu wenig und wird zu Recht vom Hessischen Städtetag moniert, dass dort zu wenig passiert, meine Damen und Herren. Auch hier erkennen wir keinerlei Konzepte, wie Sie diese Fragen lösen wollen. Wir machen Ihnen einen Vorschlag. Wir werden in den nächsten Tagen einen Gesetzentwurf für eine Hausarztquote vorlegen, damit zumindest die Hausarztversorgung in der Fläche damit auch
anders aufgestellt werden kann. Und ich verweise darauf, dass das in Nordrhein-Westfalen übrigens ziemlich gut funktioniert. Meine Damen und Herren, dem können Sie ja dann gerne zustimmen, Herr Pentz. Die Landesregierung wollte mit dem Digitalministerium, Herr Ministerpräsident, Aufbruch in die Zukunft demonstrieren und demonstriert doch nur, dass sie für die Zukunft nicht bereit ist. Digitalisierung und politische Ausgestaltung ist nun einmal mehr als nur ein Ministerium ohne praktische Zuständigkeiten, ohne faktische Befugnisse und ohne Zugriff auf die vorhandenen Kompetenzen, meine Damen und Herren. Unterdessen bearbeiten die anderen Ministerien weiter ihren Teilbereich der Digitalisierung, außer dem Kultusministerium. Ja, genau. Denn dessen Chef hat beschlossen, dass er sich neben dem Krankenstand von Lehrerinnen und Lehrern, der Zahl an ausgefallenen Unterrichtsstunden und der Qualifikation von Quer- und Seiteneinsteigern an den Schulen unseres Landes auch für das digitale Lernen nicht interessieren möchte, meine Damen und Herren. Das haben wir ja vorhin gehört in der Beantwortung der Fragestunde. Deshalb wird es in Hessen auf absehbare Zeit eben keine Strategie für die Digitalisierung des Lernens und des Unterrichtens geben. Da muss wieder jede Schule selbst kreativ sein. Man könnte versuchen, den Flickenteppich, der dann entsteht, als einen Beitrag zur Autonomie der Schulen zu werten. Das habe ich vorhin so ein bisschen bei Ihnen rausgehört, Herr Minister. Aber man sollte darin sehen, was es tatsächlich ist, nämlich das Desinteresse daran, dort ordentliche Konzepte aufzustellen, meine Damen und Herren. Man versündigt sich an den Schülern und deren Zukunft. Jahrelang war Hessen Vorreiter bei der Bildung, und zwar mit einem durchlässigen Schulsystem. Gerade die CDU hat aber 20 Jahre daran gearbeitet, das sukzessive zurückzuarbeiten und diese Durchlässigkeit einzuschränken. Das muss dringend verändert werden, Herr Kollege Boddenberg. Denn nirgendwo, und das ist nach wie vor der Fall, dass in Hessen der Bildungserfolg der Kinder vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und das darf nicht sein, meine Damen und Herren. Wir brauchen deshalb mehr echte Ganztagsschulen, um die Chancengleichheit der Kinder zu erreichen. Auch die Rahmenbedingungen an den hessischen Schulen müssen dringend verbessert werden. Wir sagen, Ungleiches muss auch ungleich behandelt werden. Dieses Prinzip muss noch viel stärker Berücksichtigung finden, meine Damen und Herren. Bezahlbarer Wohnraum ist nach wie vor eine der drängendsten sozialen Fragen. Eine bezahlbare Wohnung in Frankfurt, in Kassel, in Wiesbaden zu finden, gleicht einem Lotteriespiel. Und in dieser Situation streicht die Landesregierung den Haushaltsansatz für sozialen Wohnungsbau von 50 Millionen zusammen, von 97,5 auf gerade noch 46,8 Millionen €. Viel mehr kann man bei der Wohnungspolitik eigentlich nicht falsch machen. Da reicht es auch nicht aus, irgendwelche kleinen Bescheide für Kredite zu übergeben, meine Damen und Herren. Es geht ums große ganze Konzept, was hier fehlt. Aber auch hier gibt es Ausgaben für einen Werbeetat, nämlich für den sogenannten großen Frankfurter Bogen. Ja, meine Damen und Herren, für den der Minister nur wenig Mitstreiter, aber immerhin ein schickes Logo gefunden hat. Wenn man das ernst meinen würde, meine Damen und Herren, was dort vorgesehen ist an Ideen, dann würde man gemeinsam mit der Stadt Frankfurt auch die geplanten Baugebiete umsetzen und dort helfen. Und man würde nicht hingehen und dagegen demonstrieren, meine Damen und Herren. Was ist denn das für eine Politik, wenn man vor Ort etwas beklagt, was man eigentlich konzeptionell will? Und ich glaube, Herr Ministerpräsident, da sind Sie gefragt, weil ansonsten weiß ich nicht, wie diejenigen, die dorthin laufen, Sternenmärsche nach Frankfurt organisiert, davon abgebracht werden sollen, dort gegen den notwendigen Wohnungsbau zu demonstrieren. Um die notwendige Kehrtwende beim Wohnungsbau hinzubekommen, braucht es aus unserer Sicht, ich habe das hier schon mehrfach gesagt, ein ganzes Bündel von Maßnahmen.
Das fängt bei einem moderaten Mietendeckel an, geht über Bauen, Bauen, Bauen und hört beim anderen Umgang mit dem öffentlichen Wohneigentum auf. Aber, meine Damen und Herren, die Wohnungsbauprobleme kann man nur gemeinsam mit dem Umland und auch in Verbindung mit dem ländlichen Raum lösen. Aber wo sind denn die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die Sie da im Blick haben? Wo sind denn die Konzepte für die drängenden Fragen des Wohnraums auf dem Land, meine Damen und Herren? Wo sind denn Ihre Konzepte für barrierefreies Wohnen im ländlichen Raum? Wo sind denn Ihre Konzepte für kleinen Wohnraum, der dort gebraucht wird? Wir können da leider nichts sehen. Es gibt eine wunderbare Studie, die der Vogelsbergkreis in Auftrag gegeben hat. Vielleicht besorgen Sie sich die einmal. Da sind eine Menge Lösungen dafür drin. Wir haben als SPD in diesem Haushalt dafür Mittel beantragt, um darüber hinaus passgenaue Angebote für ältere Menschen zum barrierefreien Wohnen im vertrauten Umfeld zu schaffen. Insbesondere neue Wohnformen, neue Wohngemeinschaften für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sind dringend notwendig. Unterstützen Sie das. Bei Ihnen sehen wir da viel zu wenig, meine Damen und Herren. Die Menschen erwarten gerade in diesen, ich will es mal formulieren, unsicheren Zeiten bei ihren Lebensmitteln vom Staat Sicherheit. Ich glaube, das ist ein berechtigter Anspruch, den die Bürgerinnen und Bürger haben. Der Listerienskandal hat aber in Hessen zu einer enormen Verunsicherung der Verbraucher geführt. Ich erinnere, am 12. August erfuhr das Umwelt- und Verbraucherschutzministerium vom Listerienverdacht beim Wursthersteller Wilke. Aber es dauerte bis zum 2. Oktober mehr als 7 Wochen bis zur Stilllegung der Produktion. Wenn es um verseuchte Lebensmittel geht, muss sofort gehandelt werden. Hier sind 37 verletzte Menschen zu beklagen und 3 Menschenleben, meine Damen und Herren. Hier haben wir eine verheerende Bilanz dieser Nichttätigkeit. Jetzt überlegen wir uns einmal einen Moment, eine virtuelle Sekunde, es wäre anders. Es gäbe eine sozialdemokratische Verbraucherschutzministerin. Ich vermute, da wäre hier etwas anderes los. Für uns ist die Aufklärung, was das Versagen des Ministeriums betrifft, noch nicht hinreichend aufgeklärt, meine Damen und Herren, und die Maßnahmen, die getroffen sind, reichen nicht aus, meine Damen und Herren, um so etwas künftig zu verhindern. Denn auch hier braucht es mehr, als nur die Kontrolle zu zentralisieren und die Verantwortung bei anderen ausschließlich abzuladen. Es braucht mehr Personal zum Kontrollieren und eine transparente Aufklärung. Wir haben dazu auch einen Haushaltsantrag gestellt, meine Damen und Herren. Wir erwarten hier weitere Aufklärung und Handlungsbedarf. Für die SPD in Hessen ist nach wie vor der Kita-Bereich, die frühkindliche Bildung, einer unserer Schwerpunkte. Denn es handelt sich um eine elementare Bildungsaufgabe. Und deswegen wollen wir auch, dass Kita-Gebühren vollständig perspektivisch abgeschafft werden, weil es eine Bildungsaufgabe ist, für die es keine Gebühren geben sollte, meine Damen und Herren. Wir haben mit diesem Haushalt auch ein Konzept vorgelegt, in dem wir in einem ersten Schritt die Gebühren für das letzte Krippenjahr gebührenfrei stellen wollen, weil die hohen Krippengebühren gerade die Menschen, die nicht so viel Geld haben, von früher Bildung abhalten.
Es ist eindeutig ein Zusammenhang zu sehen, und damit werden die späteren Bildungschancen der Kinder verschlechtert. Deswegen wollen wir in einem ersten Schritt die Krippengebühren für das letzte Jahr, das heißt für die Zweijährigen, vollständig abschaffen. Und, meine Damen und Herren, auch in diesem Punkt ist Hessen übrigens nicht vorn. Rheinland-Pfalz hat das bereits getan, und Mecklenburg-Vorpommern hat die gesamten Kita-Gebühren für alle, für die Unter-, Dreijährigen, die Über-Dreijährigen, für den ganzen Tag abgeschafft. Das wäre eine einzigartige Anhebung der Einkommen für die Familien, eine einzigartige Unterstützung für junge Familien in Hessen. Wir bitten Sie da dringend um Unterstützung, meine Damen und Herren. Aber wir sagen auch ganz deutlich, und deswegen hat unsere Konzeption nicht nur die Gebührenbefreiung, sondern unsere Konzeption sieht auch vor, dass wir die Städte und Gemeinden dabei entlasten, weil es darf nicht zu ihren Lasten gehen. Deshalb wollen wir die Betriebskosten in den Kommunen für die Kindertagesstätten auf ein Drittel reduzieren. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass jetzt die Kommunen über die Hälfte davon, wie der Hessische Städtetag noch einmal sehr eindrucksvoll dargelegt hat, selbst bezahlen müssen. Das ist eine eklatante Unterfinanzierung der Kommunen. Deshalb sind sie auch so hoch verschuldet, meine Damen und Herren. Soziale Sicherheit heißt für uns aber auch Sicherheit im Alter. Der Mindestlohn, den wir heute haben, reicht eben gerade so aus, dass man nicht unter die Grundsicherung fällt. Ein Mindestlohn von seit dem 01.01.2020 von 9,35 Euro gerade in den Ballungsräumen reicht nicht aus und schon gar nicht in der Rente. Deswegen müssen wir aus unserer Sicht, aus sozialdemokratischer Sicht, den Mindestlohn anheben. Wir wollen einen hessischen Mindestlohn von 13 Euro, damit man davon im Alter auch leben kann, meine Damen und Herren. Und jetzt gibt es zwei Handlungsmöglichkeiten. Ich glaube, die Menschen im Lande Hessen, Herr Pentz, finden das nicht so lustig wie Sie, weil es da um Ihre Existenzen geht und Sie im Alltag tatsächlich dafür eine immense Verbesserung hätten. Wir können zum einen mit gutem Beispiel vorangehen und das bei den eigenen Bediensteten dort voranschreiten und immerhin den Mindestlohn von 13 Euro einführen. Das sind immerhin nur 500.000 €. Ich denke, das ist angesichts des Gesamtlandeshaushalts wirklich zu stemmen. Und ich finde es auch gut, wenn die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangeht, dann kann sie das auch mit Fug und Recht von den Unternehmen beantragen. Das zweite Handlungsfeld, meine Damen und Herren, ist natürlich ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Auch da kann man eine tarifliche Untergrenze von 13 Euro für Aufträge, die man nach extern vergibt, fordern. Und damit wären wir auch nicht alleine. Diese Tariftreue- und Mindestlohngesetze gibt es in anderen Bundesländern schon längst und übrigens gerade eingeführt in Brandenburg, wo es, Achtung, eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen gibt. Vielleicht ist das, was in Brandenburg möglich ist, auch in Hessen möglich, meine Damen und Herren. Und das gilt aus unserer Sicht vor allen Dingen für alle, die arbeiten, aber vor allen Dingen für diejenigen, die der Gesellschaft einen besonderen Beitrag leisten. Das sind der Pfleger, die Polizistin, die Feuerwehrfrau, die Erzieherin. Apropos Erzieherin, wir finden, dass Erzieherinnen und Erzieher endlich in der Ausbildung eine Vergütung erhalten müssen. Ansonsten können wir den Erzieherinnen- und Erziehermangel nicht stemmen, meine Damen und Herren. Es kann nicht sein, dass jemand, der so eine wichtige Aufgabe macht, keine Vergütung für die Ausbildung erhält. Meine Damen und Herren, Sorgen bereitet uns die derzeitige Situation an den hessischen Grundschulen. Es gibt einen nennenswerten Anteil von fachfremden Lehrern, immerhin 4.900. Und der eklatante Lehrermangel muss dringend durch mehr Studienplätze bekämpft werden. Deshalb haben wir die Mittel auch beantragt. Eine weitere Attraktivitätssteigerung für diesen Bereich wäre die Einführung endlich von auch A13 im Grundschullehrerbereich. Auch da ist übrigens Hessen hinten und muss den Anschluss an andere Bundesländer beibehalten. Ein starkes Land, meine Damen und Herren, braucht starke Kommunen. Denn Kern eines funktionierenden
Gemeinwesen sind die Kommunen, denn dort entscheidet sich, ob das Gemeinwesen funktioniert oder nicht, nirgendwo anders. Und dafür brauchen Sie aber auch die entsprechenden Mittel, meine Damen und Herren. Hier steht die CDU aber in einer langen Tradition der kommunalen Unterversorgung. Erst Operation Düstere Zukunft, die Kommunen müssten viele der sozialen Aufgaben selbst übernehmen. Dann der Entzug in mehreren Jahren von 400 Millionen Euro jährlich, Herr Bellino. Jetzt das starke Heimatgesetz, durch das den Gemeinden zustehende Mittel durch das Land vorbehalten werden und nach Gutdünken des Ministers verteilt werden. Meine Damen und Herren, es reicht nicht aus, unter dem pompösen Titel Digitale Dorflinde hier und medienwirksam da einen Förderscheck für ein Bürgerterminal zu überreichen. Es braucht Vertrauen in die Kommunen und ordentliche Ausstattung ihrer Finanzen, damit sie die notwendigen Aufgaben auch stemmen können, meine Damen und Herren. Und man braucht sich die Rahmendaten nur anzuschauen. Wir haben, das nehme ich gerne mit auf, Herr Bellino, die Hessenkasse, auch das hat den Kommunen nur bedingt geholfen. Die hessischen Kommunen sind immer noch die vierthöchst Verschuldeten bei einem solch wirtschaftsstarken Bundesland wie Hessen. Sie haben die vierthöchsten Schulden aktuell, das sind aktuelle Zahlen. Und sie haben die zweithöchsten Sozialausgaben, dass es dann den Kommunen nicht gut gehen kann. Versteht, glaube ich, jeder. Meine Damen und Herren, hier besteht Handlungsbedarf. Tun Sie endlich etwas für unsere Kommunen, denn dort wird entschieden, ob die Gesellschaft zusammengehalten werden kann. Und apropos Zusammenhalt. Wir erleben gerade eine Zeit großer Verunsicherungen, die vielfach von Vereinfachern genutzt wird. Für Populisten, die für jedes Problem sofort einen Schuldigen finden, bevorzugt einen Schuldigen, der anders aussieht, anders denkt, anders glaubt, anders lebt als man selbst. Das zersetzt die Grundlagen für ein friedliches Miteinander. Es zersetzt gemeinsam Menschlichkeit und Achtung vor dem anderen. Und wir wissen leider sehr bitter hier in Hessen, das aus den Gedanken, wenn Sie sich da angesprochen fühlen, Herr Lambrou, dann ist das Ihre Sache, lässt aber tief blicken. Lässt tief blicken, Herr Lambrou. Wir haben in Hessen, das müssen Sie wissen, wie Sie miteinander umgehen, aber ich finde diese Form von Drohung, wir halten dagegen, nicht sehr parlamentarisch. Und insofern, Herr Lambrou, machen Sie, wie Sie das denken. Die Menschen werden merken, was Sie hier im Parlament veranstalten. Wir wissen leider nicht erst seit letztem Jahr, dass aus Gedanken Worte werden und aus Worten Taten. Wir haben sehr bitter im letzten Jahr erleben müssen den furchtbaren Anschlag von Halle am 9. Oktober, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen wären und bei dem Schlimmeres Gott sei Dank verhindert werden konnte. Da war der furchtbare Mord an unserem ehemaligen Landtagskollegen Dr. Walter Lübcke, den wir zu beklagen haben. Und meine Damen und Herren, es waren keine verwirrten Spinner, sondern es waren rechte Terroristen, die da gemordet haben. Und niemand soll mehr bestreiten, dass wir ein strukturelles Problem mit Rechtsextremisten in unserem Land haben. Wir brauchen eine massive Stärkung der politischen Bildung im und außerhalb des Klassenzimmers. Deswegen fanden wir auch die gemeinsamen Initiativen für die Zivilgesellschaft gut, den Betrag um 1,5 Millionen € zu erhöhen. Dafür darf ich mich bedanken. Aber wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie unsere Stiftung, die den Opfern dienen soll, und vor allen Dingen der politischen Bildung auch folgen würden, weil dann wir etwas gemeinsam gegen die Hetzer und Vereinfacher in dieser Gesellschaft tun könnten, was so dringend erforderlich ist, meine Damen und Herren. Ich möchte abschließend noch einmal hervorheben, wir wollen kein Hessen der zwei Klassen. Alle Hessinnen und Hessen haben ein gutes Leben verdient, ob sie in der Großstadt oder auf den Dörfern zu Hause sind. Gleichwertige Lebensverhältnisse und soziale Sicherung sind für uns das Wichtigste, und daran werden wir Sie auch messen, meine Damen und Herren.
Und deshalb kann ich am Schluss mit Fug und Recht sagen, dass dieses Land weit unter Wert regiert wird, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.